Hey, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute komme ich endlich mal dazu, einen Riff vorzustellen, was sich jemand von euch gewünscht hat. Und zwar gab es das schon zu hören in dem Video, wo ich die Verstärker vorgestellt habe. Und heute werde ich euch zeigen, wie man anhand von einem einzigen Riff ja wirklich die ganze Welt des Blues finden kann. Das alles wie immer gleich nach dem kurzen Intro. Mein Name ist René Wermke und ich bin Blues-Hauptverrückt. Seit 2010 spiele ich jetzt live auf der Bühne und seit 2015 gebe ich Blues-Harp-Unterricht mit dem Schnitt ungefähr 200 Teilnehmern pro Jahr. Viel zu lange habe ich jetzt immer nur drüber nachgedacht, endlich meinen eigenen Blues-Harp-Vlog anzufangen. Doch damit ist es jetzt endlich vorbei. Jetzt geht's los. Okay, lasst uns heute wieder gleich durchstarten. Heute habe ich eine A-Harp, also eine A-Mundharmonika. Wir spielen Cross-Harp und heute wollen wir auch wieder mal ein paar mehr Übungen für euch mit einbauen, so dass ihr wirklich ja, ein bisschen mitmachen könnt und gleich ein bisschen trainiert dabei auch. Das Riff wurde ich inspiriert davon, sagen wir mal von Joe Feliscos CD. IC Special heißt die, genau. Und ein Song da drauf ist Stranded. Und ja, Stranded ist ein klasse Song, Joe Felisco ist ein klasse Typ. Ihr solltet euch auf jeden Fall mal Joe Felisco angucken. Bestellt euch die CD, wie immer unterstützt die Musiker an der Stelle. IC Special heißt die CD. Das Riff, was wir jetzt spielen wollen, ist wieder mal nur ein paar Töne lang. Und trotzdem hat es das ganz schön in sich, könnte man sagen. Okay, die Töne, die blende ich hier unten mal ein und ich spiele sie mal ganz langsam nacheinander vor. Also wir spielen erst Loch 2, dann Loch 2 ganz Tonbending. Dann kommt ein bisschen eine Schwierigkeit und zwar gehen wir dann rüber auf Loch 1 und wieder rüber auf Loch 2 ganz Tonbending. Und wieder rüber. Und das ist eine Übung, die kann man wirklich auch schon mal ja, alleine ein bisschen trainieren, weil die Schwierigkeit hier drin liegt jetzt natürlich, dass man hier auf Loch 2 diesen Ganztonband hat und dann auf Loch 1 aber wieder diese Bending-Energie, die Form im Mund verändern muss, damit der einzelne Ton auf Loch 1 eben auch sauber klingt. Kann man sich mal so eine Übung überlegen, ganz einfach. Und zwar, wir spielen mal 2 gebendet 1, das Ganze zweimal im Wechsel und danach atmen wir einmal aus, okay? Beim Ausatmen, das ist ein Pustenakkord, in dem wir Loch 1, 2, 3 gleichzeitig spielen, also breiter Mund, wie immer viel Lippe auf dem Instrument. Und dann, dass wir uns wirklich konzentrieren darauf, auf Loch 2 so tief wie es geht runter zu benden und dann eben rüber auf Loch 1 und das wieder eben komplett ohne Bend und das im Wechsel. Das ist eine Übung, die lohnt sich auf jeden Fall, weil das auch eine Tonfolge ist, dort die relativ häufig vorkommt. So, und dann ist das ganze Riff eigentlich auch schon fast fertig. Man kann das Ganze zweimal spielen, diesen Wechsel, oder einmal. Ja? Das bleibt letztendlich ja, dir selbst überlassen. Entweder mit zweimal klingt es dann so und mit einmal klingt es
Abschlusston, Loch 2 wird dann dementsprechend einfach ein bisschen länger gespielt. So, und das ganze Riff, das ist quasi die erste Phrase des Riffs und wir haben auch hier wieder das Problem, wie schon im vorherigen Video, dass sich am Ende wieder viel Luft ansammeln wird und deswegen sollten wir uns jetzt wirklich auch mal ein bisschen Zeit nehmen, und zu üben, die Luft wieder loszuwerden, okay? Zunächst mal der Abschluss dieses Riffs, so wie man es komplett spielen kann. Da fehlen jetzt noch eigentlich nur noch zwei Töne und das ist Loch 3 Halbtonbend und das zweimal gespielt. So, aber weil das dann eigentlich ja alles nur C-Töne sind bisher, müssen wir ja irgendwo unsere Luft wieder loswerden. Und deswegen spielen wir genau in der Mitte, also zwischen dem Riff, was ich gerade erklärt habe, und Loch 3 Halbton-Bending, spielen wir dieses als Akkord. Und mit diesem, das ist unser Trick, den wir einbauen eigentlich. Man könnte sagen, wir spielen da einen Akkord dazwischen, ja, einen C- und einen Pusten-Akkord. Aber was wir eigentlich machen, wir haben jetzt hier etwas eingebaut, damit wir mit der Luft eigentlich klarkommen, weil wir uns ansonsten immer weiter vollsaugen würden mit Luft. Ja? Ich mach's mal vor, wie sich das dann anhört. Die einzige Stelle, an der wir die ganze Luft wieder loswerden, die wir sonst über das ganze Riff ja nur einatmen. Ja? Und deswegen lohnt es sich auch, das wirklich mal zu üben. Ich glaube, es braucht ein bisschen, bis sich der Körper daran gewöhnt hat, dass man wirklich die ganze Zeit zieht und dann wirklich an der einen Stelle und dann so intensiv ausatmet. Okay? Also hier unten nochmal das Riff. Ich mache auch nochmal einen Rhythmus dazu an. Ihr habt gemerkt, am Anfang, ich musste mich auch erstmal dran gewöhnen, mit dem langsamen Rhythmus, normal spiele ich es ein bisschen schneller. Aber man kann es, wenn man sich darauf konzentriert, wirklich dauerhaft spielen. Und nur weil wir an dieser einen Stelle, nämlich zwischen diesen beiden Teilen, diesen 1, 2, 3 Akkord ziehen, Pusten eingebaut haben. Und bei diesem Pusten, das ist ja nur ein Pustenton, ja, aber da nehmen wir die Mundharmonika ein Stück weg und atmen hier unten an der Mundharmonika vorbei mehr Luft aus. Ja, wir sammeln die ganze Zeit Luft und die müssen wir loswerden und deswegen machen wir hier so ein. Hier, das machen wir weiter von der Mundharmonika weg und da lassen wir dann die ganze Luft wieder raus, okay? Also da lohnt es sich wirklich, das auch nochmal zu üben. Stellt euch euer Metronom ein, nehmt nur diese beiden Riffs, die ja eigentlich nur aus C-Tönen bestehen und dann in der Mitte, ja, bauen wir so ein Ausatmen ein, ja, und dann können wir weiterspielen. Okay, genau, es gibt noch ein weiteres Riff, was auch so ein bisschen dazugehört eigentlich, und zwar ist das Loch 2 ziehen, Ganztonband, Loch 1 ziehen, Loch 1 pusten und Loch 1 ziehen wieder. Das schreibe ich auch mal hier unten auf. Und das Riff hört sich dann so an. Ist eigentlich auch ein ganz gängiges Riff, ja. Und man kann sagen, das ursprüngliche Riff, was wir auch am Anfang gehört haben, ja, das ist so ein bisschen die Basis. Und dann spielen wir entweder Loch 3 ziehen zweimal dazu oder eben das, was ich euch jetzt gerade zusätzlich noch gezeigt habe. Und das Ganze hört sich dann so an. We'll be right back.
Und da sieht man jetzt auch schon, ich habe bei beiden Riffs, egal welcher als zweiter kam, immer dieses, also die Luft wieder ausgeatmet dazwischen. Und das lohnt sich wirklich, weil euch das, es kommt häufig vor und ich habe auch viele gesehen, die schon Riffs nachgespielt haben aus vorherigen Videos. Ja, dann außer Atem und aber auch viel zu viel Luft hat sich angesammelt. Man wird die Luft irgendwie nicht so richtig wieder los. Deswegen lohnt es sich wirklich, das auch mal separat zu üben. Und das hier ist, glaube ich, eine ganz gute Hilfe dafür. Okay, was kann man noch machen mit so einem Riff? Ich habe ja gesagt, die ganze Welt des Blues versteckt sich in dem kleinen Riff hier. Und das hier ist natürlich schon mal eines dieser kleinen Geheimnisse, ja, die eine ganze Welt ausmachen, weil... Ja, es macht einen riesen Unterschied natürlich, ob man das fortlaufend über einen ganzen Song spielen kann oder ob man wirklich ja, das nur so lange spielen kann, bis man ja, keinen Platz mehr hat, weil die Luft, weil man aufgepustet ist. Ja, das ist schon ein riesen Unterschied. Und genau, was kann man noch machen? Da kommen wir jetzt mal für die Leute, die sich wieder für das Overblow-Spielen interessieren, die das vielleicht auch schon können ein bisschen, kann man diese Riffs auch in die mittlere Oktave übertragen. Und das hört sich auch echt cool an. Und es gibt es ist immer noch das gleiche Riff. Ja, wir spielen es nur in der mittleren Oktave, Oktave auf der Mundharmonika um Loch 6 Pusten herum. Loch 6 Pusten ist auch bei Crossharp natürlich wieder unser Grundton. Und wir haben auch schon gelernt, dass das ja eine schöne Oktave dort auch zu spielen gibt, indem wir ja, die Zunge hier auf den Steg legen zwischen Loch 4 und 5 und dann pusten. Dann klingt hier ein Ton und hier ein Ton. Für wen das noch wieder komplett neu ist, der sollte sich auf jeden Fall auch mal das Video zum Sound anhören. Da wird genau das beschrieben, wie diese Oktaven zu spielen sind. Für die, die es schon kennen, wie gesagt, ist das jetzt hier relativ einfach auch zu kopieren in diese mittlere Oktave. Und es hört sich dann so an. Also Loch 6 pusten, Loch 5 ziehen, Loch 4 ziehen. Ist hier eigentlich sogar einfacher, weil Loch 2 bending, Ganzton bend, ist der gleiche Ton wie hier jetzt einfach Loch 5 ziehen. Okay. Und ja, selbst der letzte Riff, den ich euch jetzt eben gerade vorgestellt habe, lässt sich hier ganz einfach kopieren. Sechs pusten, fünf ziehen, vier pusten. Und da hat man jetzt auch schon mal ohne Overblows sogar schon zwei Teile dieses Gesamtpakets, die man dort schon wirklich relativ einfach nachspielen kann. Okay. Und mit Tongue Blocking, also mit Oktaven spielen, hört es sich auch schon richtig, richtig cool an. Okay, also das ist auch schon richtig cool. Und ja, wie gesagt, für die, die Overblow spielen, kann man jetzt eben auch dieses 3-Halbton-Bending, ja. Das ist genau der Grund, warum es aus meiner Sicht eben auch ja, durchaus Sinn macht, sich ab und zu mal mit Overblows da in der mittleren Oktave, gerade auf Loch 6 pusten, zu beschäftigen, weil so kriegen wir genau diese Blue Note, die das ganze Feeling ausmacht. Genau dieser Ton, der fehlt hier unten, wenn wir nicht Loch 6 Overblow spielen. Okay, und ja, das Riff hört sich dann eben genau so an. Da spürt man jetzt auch schon die Einschränkung eigentlich, ja.
Auf Loch 3 haben wir natürlich die Möglichkeit, Loch 4 so ein bisschen mit anklingen zu lassen. Und das hört sich dann noch ein bisschen bluesiger an. Aber wie gesagt, ich glaube, dass sich der Overblow an der Stelle auf jeden Fall lohnt. Okay, das heißt also, das Luft wieder loswerden ist ein Riesenthema und das kann man hier super dran üben. Wenn wir uns in die mittlere Oktave vorwagen wollen, um Loch 6 pusten und ein Stück weit davor, kann man auch ohne Overblows ja, zwei Teile dieses Riffs schon wirklich super nachspielen dort. Und eine Sache, die bietet sich bei diesem One-Riff-Song jetzt hier auch wirklich super an, und zwar die Intensität im Solo-Spielen einmal sich für wirklich für sich separat zu üben. Ja? Das heißt, hier gibt es nur ein paar Töne, die wir spielen eigentlich und wollen daraus ja einen ganzen Song machen. Und wenn wir immer nur die gleichen Töne, immer alles gleich spielen, dann wird es auch für den Spielenden letztendlich früher oder später langweilig. Und ich hatte in dem Video, wo es um Improvisation ging, am Ende auch mal gesagt, die Intensität ist eine wirklich sehr, sehr kraftvolle Stellschraube, die wir in unserem, mit der Mundharmonika auch benutzen können. Und damit meine ich verschiedene Dinge, und zwar zum Beispiel laut-leise spielen, ja? Oder eben viel oder wenig spielen, oder aber auch sauber und auch mal dreckig zu spielen. Und dafür möchte ich euch jetzt jeweils auch noch mal so ein bisschen ein paar Ansatzpunkte geben. Zunächst mal leise und laut spielen ist an der Stelle, glaube ich, noch relativ das Einfachste. Aber das ist an diesem Song hier, kann man das wirklich super üben, weil es macht einen riesen Unterschied, wie sich das Ganze anhört. Ob ich es leise spiele oder ob ich es richtig kraftvoll spiele. Ja? Also mal ein Beispiel hier. Ich fange mal leise an und werde dann immer lauter, okay? Super hiermit üben, ja, und da einher geht auch so ein bisschen dieses clean, also sauber spielen und extra dreckig spielen, ja, und mit extra dreckig haben wir hier wirklich das Paradebeispiel Loch 3 ziehen mit dem Halbtonbend. Da kann man wirklich ja alles reinlegen, was man so in sich hat, und zwar indem man Loch 4 ein bisschen mit anklingen lässt, indem man den Bend ein bisschen ja persönlich macht, ja. Immer noch mit Loch 4, vielleicht sogar ein bisschen Loch 5, wenn es mal mitkommt, ist nicht so schlimm. Aber so können wir jetzt mit der Intensität wirklich spielen, okay? Jetzt zum Schluss habe ich euch schon auch ein Beispiel mit reingenommen, wie man ja die dritte Stellschraube nutzen kann, nämlich einfach mal weniger zu spielen. Nicht mehr, sondern einfach nur zwei Bending, also noch zwei einzeln, erstmal Grundton, dann auf den Ganztonbend und diesen Bendington einfach über einen längeren Zeitraum wieder loslassen. Ja. Vibrato können wir sowieso immer mit reinnehmen, wenn wir das wollen. So, und dann haben wir jetzt wirklich schon richtig, richtig viele Stellschrauben, wie man ja letztendlich eine ganze Welt des Blues in einen kleinen Song, ja, der eigentlich nur aus ein paar kleinen Riffs besteht, einbauen. Ja, und damit kann man sich wirklich lange auseinandersetzen. Okay, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen motivieren, euch mal mit diesem Song
zu beschäftigen. Schaut euch auf jeden Fall Joe Filiscos Icy Special an. Dort spielt er mit Eric Noden im Duo. Ist auf jeden Fall eine coole Nummer. Und ja, ich habe mir überlegt, heute verabschiede ich mich mal mit ein bisschen verstärkter Blues-Harp hier, denn dieses Riff, was ich euch jetzt gerade gezeigt habe, ist auch wirklich was, was man super gut über einen kleinen Amp spielen kann, über ein Mikrofon. Und dann könnt ihr euch austoben damit, ja, all die Stellschrauben, das Atmen zu üben, das Lautspielen, leise spielen, mittlere Oktave spielen. Hey, und das ist alles mit so einem kleinen Song möglich, ja. Also, wir sehen uns schon bald wieder und ich hoffe, ihr habt in der Zwischenzeit viel Spaß mit eurer Blues Harp. Also, ciao, tschüss.